Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Guten Morgen. Ich habe jetzt gerade meine Tagespflegeroutine gemacht, so wie ich sie eigentlich jeden Morgen mache. Deshalb benutze ich super gerne die Produkte von der Firma Plants Are Purple. Inzwischen kennt ihr sie vielleicht auch schon von mir. Ich liebe die Produkte. Eine natürliche Hautpflege, 100% vegan und tierversuchsfrei. Höchste Qualität zu wirklich fairen Preisen. Mit sauberen Inhaltsstoffen direkt aus der Natur. Alles ist recycelbar. Also kann ich wirklich empfehlen. Und ihr könnt jetzt mit meinem Code wieder 20% sparen auf die Produkte von Plants Are Purple. Und wenn ihr das noch nicht kennt, das ist mein absoluter Liebling. Die Soak Up Drops. So gut, die spenden so ultra viel Feuchtigkeit. Meine Haut fühlt sich danach so erfrischt an und einfach voll mit Feuchtigkeit versorgt. Ich liebe das Produkt wirklich. Ist wirklich für alle Hauttypen geeignet, für trockene, sensible, zu Akne neigende Haut, also Mischhaut, alles. Hat Glycerin, Aloe Vera und Hyaluronsäure, einfach zur ultimativen Feuchtigkeitsversorgung. Ich liebe das Produkt. Also ich habe ja sehr trockene Haut und jedes Mal, obwohl mir der Toner, ich habe den jetzt neu, den finde ich auch mega. Das spendet auch richtig viel Feuchtigkeit. Das ist der Organic Rose Balancing Facial Water. Den trage ich auf. Man kann es auch so einfach direkt mit der Hand aufgeben. Ich liebe den. Ich habe jetzt eine andere drauf gemacht. Eigentlich kommt er mit dem anderen, aber ich habe hier noch eine Pipette über gehabt, deswegen mag ich das total gerne. Einfach so auch auftragen, das ist, spendet auch so viel Feuchtigkeit. Riecht super toll, dezent nach Rose. Mag ich auch sehr gerne. Aber wenn ihr das noch nicht kennt, probiert die Soak Up Drops mal aus. Und sowieso, also ich mag wirklich jedes einzelne Produkt von denen sehr gerne. Und ihr könnt jetzt wieder 20% mit meinem Code sparen. Und es gibt auch eine Neuigkeit bei Plants Are Purple auf der Webseite. Könnt ihr, das heißt Build Your Own Bundle, könnt ihr verschiedene Produkte zusammenstellen. Und wenn ihr drei Produkte habt, dann habt ihr, also könnt Pakete zusammenstellen. Wenn ihr drei Produkte habt in einem Paket, dann könnt ihr dann nochmal bis zu 20% sparen, plus mit meinem Code. On top könnt ihr also wirklich bis zu 40% sparen. Also echt mega Deal jetzt gerade. Kann ich euch wirklich empfehlen. Tolle, unkomplizierte Naturkosmetik. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles verlinkt. Und jetzt gehe ich runter zu den Kids. Bis später. Ich komme gerade vom Einkaufen zurück und ich wollte eine Tomaten-Gemüsesuppe kochen für heute Abend. Und da dachte ich mir, ich nehme euch dabei mit. Und weil euch das Was würdest du tun Video das letzte Mal so gut gefallen hat, dachte ich mir, ich drehe jetzt den zweiten Teil davon. Nehme euch so ein bisschen mit beim Kochen. Es wird ganz einfach gehen, einfach nur. Weil ich mich immer noch nicht so gut fühle. Deswegen habe ich so ein paar einfache Produkte dafür gekauft. Eine einfache Tomatensoße, Suppe, die hoffentlich trotzdem lecker ist. Ich nehme euch mit, beantworte so ein paar Fragen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich muss erstmal alles rausholen hier. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen mehr gekauft. Apfel und so. Also ja, frische Tomaten habe ich gekauft. Sieht die nicht hübsch aus? Oh, ich finde, die sehen so schön aus. Aber ich habe auch so einen Mix für Gemüse, Gemüsemix für Tomatensuppe so rum gekauft. Deswegen ganz einfach, aber da ist auch sowas wie Sellerie drin. Da muss ich das nicht schnibbeln und schneiden. Da habe ich nämlich einfach auch eine Dose Tomaten gekauft. Und zwar nicht bio, aber super lecker. Die schmecken echt anders. Das sind solche kleinen. Die wollte ich zum Schluss nochmal mit dazugeben, die ich auch ganz lasse, weil die echt lecker sind. Genau, und vielleicht zum Drüberstreuen solche italienischen Croutons. Dann kommt da natürlich noch eine Zwiebel rein. Vielleicht auch noch eine Kartoffel. Also mal schauen, hier habe ich die Zwiebeln noch. Knoblauch natürlich. Genau, meine geliebte Gemüsebrühe kommt da auch noch mit rein. Also mal schauen. So, dazu wollte ich vielleicht auch für die Kinder noch sorry, als extra Einlage solche Perlenkuskus, das sind ja solche größeren Graupen, heißt das so, machen. Genau, dass die eine extra Einlage da haben. Und einmal frischen Basilikum habe ich auch gekauft, weil ich finde, das ist ein Must-Have für eine Tomatensuppe, genau. So, seht ihr mich? Seht ihr irgendwie was? Weiß ich nicht. Ich werde jetzt erst einmal die Zwiebel schneiden. Was würdest du tun, wenn du keine Kinder hättest? Unvorstellbar, oder? Ja, hoch, was würde ich tun?
Also ich wollte immer Mama werden. Das war mir schon von klein auf an bewusst. Es gibt ja manche, die darüber zweifeln und so. Und es gibt ja auch manche, die überhaupt gar keine Kinder haben wollen. Für mich war immer klar, ich werde Mama. Und ich wollte eigentlich auch nie eine alte Mama werden, sondern ich habe immer gesagt, früher als Kind, mit 26 werde ich das erste Mal Mama. Und da wurde es ja doch 5 Jahre später. Ach, die Zwiebeln, kennt ihr das manchmal, wenn das nicht so gut abgeht? Was würde ich dann tun? Tja. Dann glaube ich, wären wir noch viel mehr rumgereist, hätten viel mehr Geld, würden, ich weiß nicht, das wäre, ja, echt schwer, ne? Würde man das Gleiche noch machen wie jetzt, nur irgendwie freier? Oder hätte man dann irgendwas komplett anderes eingeschlagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich würde auch auf alle Fälle trauern. Wenn es jetzt irgendwie einen Grund gäbe, warum ich jetzt keine Kinder bekommen könnte oder so, oder wenn das jetzt irgendwas, ne? Weil ich immer Mama werden wollte. Und wäre das jetzt immer noch nicht der Fall, ja, dann würde ich, glaube ich, ganz schön traurig sein. Weil da immer irgendwas fehlen würde. So, Öl, das kostbare Öl. Obwohl Olivenöl ist hier noch komplett zu bekommen. Ich glaube, es geht ja auch nur über Sonnenblumenöl, oder? Was jetzt so nicht wirklich zu bekommen ist mehr, aber Sonnenblumenöl haben wir sowieso nie zu Hause. Wirklich, weil es ja auch gar nicht so ein gutes Öl ist, so von den Werten her. Insofern, ja. Kathi, was würdest du tun, wenn du ein Jahr Urlaub nehmen könntest? Oh Gott, mich freuen! Das wäre ja echt so mein Traum. Also, dann müsste da aber auch das Finanzielle mitstimmen. Ich muss die kurz mal waschen gleich. Ja, warte, ich wasche erst. Upsa. Wenn ich ein Jahr Urlaub nehmen könnte, dann würde ich mich mega freuen. Und dann würden wir auf alle Fälle, wenn das Finanzielle auch so stimmen würde und das Ganze drumherum natürlich auch noch, ne, wenn man darf und so, dann würden wir reisen mit den Kindern. Ja, auf alle Fälle. Also wenn das Finanzielle dann auch so ist, ne, dann würden wir, weiß ich nicht, mein Traum wäre ja auch immer so irgendwie so ein Wohnmobil mir zu schnappen und dann irgendwie durch Skandinavien zu reisen oder Richtung Süden, durch Frankreich, Spanien, Portugal und irgendwie sowas. Das wäre schon ziemlich geil. Also auf alle Fälle reisen. Einfach frei sein und leben und wirklich zusammen. Also wenn mein Mann, natürlich müsste mein Mann dann auch mitkommen, ne? Also wenn wir jetzt wirklich, ne, sagen würden, so er könnte jetzt wirklich einfach auch nur online arbeiten. Das wäre schon echt mega. So, ich muss den Knoblauch reintun und einmal rühren. So, ich mache jetzt einfach so 4 kleine Kartoffeln noch mit rein, dann wird das Ganze nämlich ein bisschen sämiger. Was würdest du tun, wenn Baby 10 Monate nachts alle Stunde stillt? Dann würde ich stillen. Oh, das ist so anstrengend, ich verstehe das und ich war da ja auch. Man denkt sich so, warum? Aber 10 Monate, da sind da auch, ja, bestimmt irgendwie vielleicht auch Zähnchen im Spiel, wenn es auf einmal wieder ganz extrem wird und es ist so anstrengend, aber die Phase wird auch wieder vorbeigehen. Ganz sicher und so schnell vorbeigehen im Endeffekt, dass du dann nachher drüber nachdenken wirst und ja, über die schöne Stillzeit. Es ist natürlich super anstrengend, aber das ist halt, ja, da ist dann halt irgendwas. Ein Baby braucht Nähe, hat einen Wachstumsschub, warum es unbedingt dann noch extra Milch braucht. Die Zähnchen drücken, wehtut. Mamamilch, Muttermilch ist ja nicht nur, ich habe immer Mamamilch gesagt, deswegen, ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern so viel mehr. Geborgenheit, Liebe, Trost, ja, es spendet ganz viel Trost, es ist schmerzstillend auch wirklich. Durch das Nuckeln beruhigen sie sich auch. Aufpassen hier. Runterstellen, durchhalten, tagsüber sich eventuell andere Möglichkeiten, Freiräume schaffen, mit dem Partner sprechen, dass der dann auch was machen kann, dass du dir Freiräume schaffst tagsüber. Ansonsten Kaffee trinken und ja, sicher sein, es wird auch bald wieder anders sein. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Gebe jetzt gleich schon die Mischung damit zu. Ich habe das noch nie gekauft. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Naja, ja. Ich werde das einfach
pürieren, so schaut's aus. Und dann ist es eh alles zusammen. Ich bin übrigens komplett taub auf meinem rechten Ohr. Das heißt komplett, also ein bisschen höre ich noch, aber es fühlt sich so an, weil ich einen Paukenerguss habe. Oh, das ist so nervig. Das ist echt so nervig. Also ich höre mich selber total laut und komisch und ja, es ist kein schönes Gefühl. So, nächste Frage. Kathi, was würdest du tun, wenn dir nach und nach alle Haare ausfallen würden? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das mehr krasser gemeint ist jetzt so als nach der Geburt. Nach der Geburt ist das natürlich auch normal. Also bei den allermeisten Frauen, wenn ihr da jetzt so gerade in der Phase seid und denkt so, oh mein Gott, mir fallen all meine Haare aus und es ist so schlimm und wann hört das auf und ich bin bald mit Glatze. Nach der Geburt ist das komplett normal, dass durch einen Hormonabfallwechsel, dass da den Frauen die Haare ausfallen. Es fängt meistens so 3 Monate nach der Geburt an. Und es hört meistens, beziehungsweise es wird echt besser, so 9 Monate nach der Geburt. Also für ein halbes Jahr ist es echt schlimm und da kann man auch echt so richtig hohe Geheimratsecken bekommen oder sogar noch mehr. Und danach soll es echt bessern. Ihr solltet, wenn ihr es wirklich ganz extrem habt, vielleicht sowieso einmal eure Blutwerte checken lassen. Was mir wirklich geholfen hat, und das soll jetzt gar keine versteckte Kooperation oder sowas sein, ist es nicht. Aber was mir wirklich geholfen hat, bei Ella sind diese Haut-Haare-Nägelkapseln von InnoNature. Vor allem meine Nägel haben die so stark gemacht. Und ansonsten, wenn ihr euch gesund ernährt, das wird besser. Aber wenn ich jetzt wirklich alle Haare verlieren würde... Warte, mein Mann, glaube ich, möchte kurz reinkommen. So, dann kommen die Tomaten damit zu. Also, wenn ich jetzt wirklich komplett... Es gibt ja so eine Krankheit, wo man auf einmal alle Haare verliert, dann wäre das natürlich erstmal überhaupt nicht geil. Das ist ja auch ein Schock und Anpassung und so. Und es gibt aber so viele Frauen, die so schön sind, mit Glatze, mit Kurzhaarfrisur, also wirklich mit abrasierten Haaren meine ich jetzt, wo man manchmal denkt, so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, und dann machen die das und dann denke ich nur einfach so, wow, was für eine schöne Frau. Ja, dann würde ich damit leben und rocken. Also ich könnte es mir noch gar nicht vorstellen, aber ich glaube, das können sich dann auch meistens die allerwenigsten, aber wenn sie es dann gemacht haben oder auch aufgrund anderer Krankheiten, die dann wirklich wunderschön aussehen, auch ohne Haare. Und dann gibt es ja immer noch Perücken. Wenn man sich da gar nicht so mit wohlfühlen würde, gibt es auch jetzt richtig tolle Perücken, wo man das überhaupt gar nicht sieht, dass das überhaupt eine Perücke ist. Also ja, das eventuell dann in Erwägung ziehen. So, Kathi, was würdest du tun, wenn du für ein Mega-Jobangebot auswandern müsstest? Wenn das wirklich auch mit meinem Mann natürlich, ne, der muss natürlich auch mal damit einbezogen werden, aber wenn das für uns wirklich eine richtig krasse Situation, also gute Möglichkeit wäre, irgendwie was, und wir sagen beide so, ja, let's do it, dann würde ich es machen. Also wir haben sowieso jetzt nicht so fest, dass wir jetzt beide sagen so, oh Gott, nee, wir bleiben jetzt in Belgien unser ganzes Leben lang. Wir sind da auch komplett offen, wenn sich irgendwas im Leben ergeben würde, wo wir wirklich sagen so, ja, 100%, dass wir das dann machen würden. Also dann würde ich auch auswandern. Und Kathi, was würdest du tun, wenn Finn andere Kinder mobbt? Ja, mit ihm reden. Ich überlege mir da komisch. Ja, die hat ja komische... Was könnte er dann sagen? Ich sag mal was ganz Banales. Oh, die hat aber eine komische Nase. Und dann würde ich dir erstmal ein bisschen drauf eingehen. So, ah ja, findest du? Ja, warum? Ist er, weiß ich nicht, dick, dünn, klein? Vielleicht ist da auch irgendwie eine Narbe drauf oder was weiß ich. Und dann sagen wir so, hör mal, stimmt, die hat eine Narbe auf der Nase. Aber komisch finde ich die nicht. Die sieht ein bisschen anders aus, aber es ist auch eine Nase. Und alle Nasen sehen anders aus. Und ich glaube nicht, dass das Kind das so schön finden würde, wenn du komisch dazu sagst. Weil er versteht das jetzt schon mit der Empathie. Also da würde ich darauf eingehen auch und sagen so, ja, wie würdest du das dann finden, wenn jemand zu dir sagt, oh, du hast aber komische Nase oder komische Haare. Auch nicht, dass er sich dann beschämt fühlt, um das so zu sagen. Also Kinder sind ja manchmal, die plappern ja einfach drauf los und denken sich da auch nichts bei, aber trotzdem so, das so ganz locker darüber sprechen, so ja, die hat eine Narbe auf der Nase, dass es auch komplett normal ist und dass alle Menschen unterschiedlich und sind und dann sowieso auch von vornherein sowieso über unterschiedliche Menschen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Menschen auf dieser Welt und alle sind genauso gut, wie sie sind.
Genau, also das einfach das als Grundverständnis sowieso von zu Hause aus mitbringen, dass wir alle unterschiedlich sind. Egal wie, wir sind alles Menschen, sind alle gleich, aber trotzdem ist jeder ganz einzigartig und das ist auch gut so und jeder ganz, ganz besonders. Kathi, was würdest du tun, wenn du 200.000 Euro nur für dich ausgeben dürftest? Oh Gott. Nur für mich. Also ich dürfte dann kein Haus oder irgendwas da so mit infinden. Das muss jetzt echt nur für mich. Vor kurzem hätte ich noch gesagt, ein anderes Auto, aber ich habe jetzt ja ein anderes Auto und ich würde mir auch kein neueres oder teureres Auto. Also wenn ich es wirklich ausgeben müsste, das wird schwer. Vor allem für alle neue Klamotten. Ich würde echt meinen ganzen Kleiderschrank vielleicht einmal general überholen. Ich glaube, früher hätte ich das sofort gewusst. Heute für 200.000 Euro, das ist mega viel. Also wenn ich sagen würde, so, ich habe eine Woche und ich muss das ausgeben, dann würde ich, glaube ich, einfach Urlaube buchen. Vielleicht auch ein neues Auto. Oh, ist schwer. Was würdest du tun? Schreib das in die Kommentare unten. Für 200.000 Euro. Du hast eine Woche Zeit, darfst du es nur für dich ausgeben. Was würdest du machen? Schreib das in die Kommentare, bitte. Kathi, was würdest du tun? Warte, ich muss erst einmal umrühren hier nochmal. Ich zeige sie euch mal. Das ist ja noch gar keine Suppe, sondern erstmal das Gemüse, was ich jetzt vor sich hingaren darf. Schaut doch aber schon gut aus, ne? Also da kommen auf alle Fälle noch 2 Dosen Tomaten rein und dann ist das auch ganz gut, glaube ich. Und dann muss ich das nachher mal alles abschmecken. So, Katja, was würdest du tun, wenn du dich tätowieren müsstest? Motiv und welche Stelle? Ha, also ich war nie jemand, der, wo ich gesagt habe, so, ich möchte mich tätowieren, ich möchte ein Tattoo haben, war ich nie der Typ für. Obwohl ich es bei anderen echt total schön finde, aber es müsste was Filigranes sein. Ich möchte nicht irgendwie so was Buntes oder was Dickes. Wer ist das? Ah, der Postbote. Ziemlich spät. 4. Also nichts Buntes, also einfach so ein schwarzes, filigranes Ding. Und eventuell dann einfach am Fußknöchel. Was ich manchmal auch ganz schön finde, ist, wenn man das hier so hat. Gott, sieht man jetzt hier irgendwie was. Also wenn man das hier so hat, bei manchen finde ich es ganz schön. Oder manche haben das ja auch. Also ich kann mal zeigen. Manche haben ja auch hier unter dem Rippenbogen hier sowas. Das finde ich vielleicht auch, das tut, glaube ich, da sehr weh, ne? Ich glaube, ich würde es einfach am Fußknöchel machen. Also irgendeinen Spruch würde ich irgendwie nicht wählen. Vielleicht irgendwie einfach auch so die Sternzeichen meiner Kinder. Finn ist ein Steinbock und Ella ist ja ein Löwe. Also da so die Zeichen für. Oder die Welt, die Weltkugel, aber dann so umrandet. Habt ihr ein Tattoo? Schreibt es in die Kommentare gerne. So, das Ganze hat jetzt so für sich hingeköchelt. Das darf aber gleich noch ein bisschen mehr einköcheln, aber ich gebe da jetzt schon mal die Dosen Tomaten dazu. Fülle das einmal auf mit Wasser und dann kann es erstmal vor sich hinköcheln. Und wisst ihr was? Ich hole jetzt noch einmal, weil ich das liebe. Ich habe Zitronenthymian in meinem Kräutergarten draußen und ich liebe Zitronenthymian und den werde ich damit einfach mit reingeben jetzt. Also momentan schaut mein Kräuterbeet noch nicht so prachtig aus. Hier ist nämlich der Zitronenthymian. Der ist leider so ein bisschen hier in Mitleidenschaft gezogen, aber hier unten schaut er ganz hübsch aus. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal komplett abschneiden sollte. Aber ich werde mir jetzt hier so ein paar Zweige von rausnehmen und einfach so in die Suppe schmeißen dann nach dem Waschen. Und unsere Nachbarn machen gerade ihr Dach neu. So, fertig. Übrigens auch hier voll sexy, ne? Mit hellen Socken und den Flipflops meines Mannes dazu. Jo. Und die gebe ich jetzt wirklich einfach da so mit rein. Dann die Blätter fallen dann nämlich dann immer von alleine ab. Dann kann ich die Stiele da einfach so rausholen und muss das nicht so mühselig abzubbeln. So, das Ganze hat jetzt ein bisschen vor sich hingeköchelt. Und das werde ich jetzt erstmal pürieren. Mit meinem ganz einfachen Pürierstab von Lidl, der aber unbedingt mal erneuert werden müsste, weil manchmal fällt er aus und püriert nicht mehr. Und das wäre nicht so schön, wenn man in der Mitte eine Pürieraktion wäre. Ich brauche einen neuen. Könnt ihr einen empfehlen? Ich möchte auf alle Fälle auch einen mit Edelstahl unten, nicht mit Plastik, auch den man trennen kann.
Es gibt da ja echt von günstig bis sehr teuer. Und die nächste Frage, die ich so beantworte, ist, Kathi, was würdest du tun, wenn du die Einladung hättest für eine Raumschiffmission? Ich würde sie nicht annehmen. Nee, das interessiert mich so gar nicht, irgendwie ins Weltall zu fliegen und da an der Rakete zu sitzen und dann nach oben und, oh nee, nicht weg können und keine Natur. Nee, würde ich nicht machen. Würdet ihr? Jetzt gebe ich noch die hier rein. Noch einmal Sojasahne. Da werde ich auch eine ganze von reingeben. Könnt natürlich auch normale Sahne geben. Wie ihr möchtet. Aber ich finde so Sahne in Tomatensuppe immer mega lecker. Weil das einfach nur noch den Geschmack so ein bisschen mehr abrundet. So, einmal noch ganz kurz pürieren. Nicht mehr. So, jetzt probiere ich einmal. Ich finde es echt lecker. Ich werde ein ganz kleines bisschen. Wir haben hier so eine, was ist denn da drin? So ein Chili, ja, Salz, rote Paprika, Tomate und ein bisschen Pfeffer. Das würde ich mit reingeben. Wenn meine Kinder nicht mit essen würden, würde ich es ein bisschen pikanter machen. Wir würzen das nachher noch ein bisschen nach mit extra Chili oder ja, Tabasco-Soße eventuell auch. Aber ansonsten finde ich es sehr lecker. So, eine Frage würde ich noch raussuchen mir. Kathi, was würdest du machen, wenn du einen Tarnumhang wie Harry Potter hättest? Ich bin kein Harry Potter-Fan, sorry. Ist man dann unsichtbar? Ich glaube, das habe ich schon beantwortet in der letzten Was würdest du tun? Reihe, wenn ich unsichtbar wäre. Genau. Was würdest du tun, wenn du... wenn an jedem Zaun eine Leiter stehen würde, bist du neugierig? Oh ja, ich bin ultra neugierig. Dennoch würde ich da nicht einfach so hochklettern, weil ich dann immer Angst hätte, dass da irgendwie jemand hintersteht und mich beim neugierig sein und gucken erwischen würde. Also so neugierig dann doch nicht. Und ich gönne den Leuten auch ihre Privatsphäre. Also da würde ich auch nicht wollen, dass jeder bei uns reinguckt. Insofern... So, meine Lieben, das war's jetzt erstmal mit dem Video des Abendessens gemacht. Wie gesagt, ich werde dann noch den Perlen-Couscous damit zugeben. Wenn ihr euch übrigens fragt, woher ist mein Outfit? Ich finde das mega kuschelig. Ich habe es heute angezogen, einfach weil es gemütlich ist. Eigentlich ein Sportoutfit von der Firma Oceans Apart. Schaut super gerne in der Infobox unten rein. Da habe ich auch einen Rabattcode mit dem Code KATTISPRING. Könnt ihr ab einem Bestellwert von 79 Euro ein gratis Teil bekommen. Plus 30% auf eure Bestellung da. Also schaut in der Infobox vorbei, wenn ihr da mal was bestellen möchtet oder einfach mal vorbeischauen möchtet. Ich räume noch kurz die Küche auf, bevor es dann ans Abendessen geht später. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Frohe Ostern.